wussten sie, dass 30 bis 80% der Intensivpatienten und bis zu 52% der chirurgischen Patienten ein Delir entwickeln? Für Patienten bedeutet das eine zweifach erhöhte Letalität im Krankenhaus und eine dreifach erhöhte Letalität 6 Monate nach dem Krankenhausaufenthalt. Zudem behalten ca. 25% der Delir-Patienten eine kognitive Funktionsstörung zurück, mit deutlichen Einschränkungen der Lebensqualität. Auf der anderen Seite bedeutet es für Krankenhäuser einen verlängerten Krankenhausaufenthalt von bis zu 10 Tagen und entsprechende Zusatzkosten von bis zu 15.000 Euro pro Delir-Patient. Trotz dieser alarmierenden Zahlen wird nur bei 27% der Intensivpatienten ein regelmäßiges Screening durchgeführt. Was kann getan werden? Prävention und Therapie von Delir folgen einem primär nicht-medikamentösen, multidimensionalen Ansatz durch Frühmobilisierung, Reorientierung, Schlafverbesserung und einer adäquaten Schmerztherapie. Dabei werden die Patienten von einem interprofessionellen Team begleitet, das sich aus dem ICU-Kernteam und weiteren Fachdisziplinen zusammensetzt. Neben der Erhebung des individuellen Delir-Risikos in der Anamnese und einem konsequenten Screening sind das die entscheidenden Faktoren für den Behandlungserfolg. Gemeinsam gegen Delir. Erfahren Sie mehr unter dräger.com/delir.